Sie gilt als der Paddelfluss in Deutschland, die Lahn. Die rund 160 paddelbaren Kilometer sind so gut ausgebaut wie kein anderes Fließgewässer. Die Lahn fließt hierbei zwischen Westerwald und Taunus erst durch Hessen, dann durch Rheinland-Pfalz. Paddelbar ist die Lahn primär südlich von Marburg, durch Gießen, Wetzlar, vorbei an Weilburg, Runkel, Limburg, Diez, Nassau, Bad Ems, bis sie bei Lahnstein in den Rhein mündet. Die ersten 9 Kilometer ab der Einstiegstelle Roth schenken wir uns, denn wir reisen bereits am Vortag an und wollen schon eine Nacht zelten, um morgens zeitig aufs Wasser zu kommen. Hierfür machen wir in Ruttershausen bei Lolla Halt, schlagen unser Lager auf dem gemütlichen Campingplatz Lahnblick auf. Hier können wir auch die Autos parken, die wir später per Zug entspannt nachholen. Direkt an der Zeltwiese gibt es eine Treppe, an der wir einbooten und unsere rund 151 Kilometer lange Tour beginnen. So, Ladies and Gentlemen, ab auf die Lahn. Schon nach einem Kilometer erreichen wir das erste Hindernis unserer Tour, das Wehr Lolla, das über eine Bootskasse verfügt, an der getreidelt werden sollte. Kaum wieder im Kajak erwarten uns mehrere Stromschnellen, die mit etwas Vorsicht allerdings keine Probleme darstellen. Wie schon angedeutet, die Lahn ist alles andere als ein Geheimtipp unter Kanuten. Die vielen Vorzüge locken natürlich auch viele Paddler an und vor allem in den Ferien und an Wochenenden ist hier oft ziemlich viel los. Deswegen haben wir unsere Tour auch halbwegs vor die Ferien vieler Bundesländer gelegt, um dem ganzen Trubel etwas aus dem Weg zu gehen. So können wir besonders auf diesen naturnahen ersten Kilometern die Ruhe voll und ganz genießen. Mit der Ruhe ist es nach 10 Kilometern aber erst einmal vorbei. Wir erreichen die Universitätsstadt Gießen, die rund 91.000 Einwohner hat. Hier leben sogar Einhörner. Vor der ersten Bootskasse befindet sich linker Hand das Lahnfenster, ein Gewässerinformationszentrum. Um die Bootskasse zu nutzen, ziehe ich am Hebel. Wir warten kurz, bis die Ampel auf grün schaltet und lassen uns anschließend vom Wasser nach unten schieben. Nur einen Kilometer später folgt das Ganze quasi einfach noch einmal, nur ohne Ampelanlage. Kurz hinter Gießen folgt dann die dritte Bootsgasse, womit wir die Stadt endgültig hinter uns gelassen haben. Bei Heuchelheim passieren wir Flusskilometer 0, ab hier wird aufwärts gezählt.
schmeißt die Gurke runter und dann ist eigentlich auch schon zu spät, weil sie das weiß. Nach einer kurzen Pause kommen wir an zwei Schildkröten vorbei, vermutlich Gelbbauch-Schmuckschildkröten, die hier eigentlich nicht heimisch sind und vermutlich ausgesetzt wurden. In Dorla kommen wir zur ersten von insgesamt 23 Schleusen auf unserer LAN-Tour, die anfänglich allesamt Selbstbedienungsschleusen sind. Wie die funktionieren, dazu später mehr. Anschließend unterqueren wir das große Brückenbauwerk der A45. 2 Kilometer später folgt die Schleuse Naunheim. Die nächste Großstadt liegt vor uns, die ehemalige Reichsstadt Wetzlar. Knapp 53.000 Menschen leben hier. 2 Wehre versperren auch hier die Weiterfahrt. Das erste kann auf der rechten Seite per Bootskasse überwunden werden. Hinter der historischen Steinbrücke wartet eine Rollenbahn, über die wir die Kajaks über das Wehr hinunterschieben. Knapp 1,5 Kilometer später kommen wir beim Zeltplatz des KC Wetzlar an und legen erst einmal einen Spaziergang in die Wetzlarer Innenstadt ein. Der Wetzlarer Dom wurde um 1230 begonnen zu bauen und ist ebenso sehenswert wie die gesamte urige Altstadt. Nach einem Restaurantbesuch geht es zurück zu unseren Zelten. Der nächste Morgen. Nach den 31 Kilometern am ersten Tag stehen heute 25 auf dem Programm. Doch ehe wir zurück auf dem Wasser sind, müssen wir denselben bescheidenen Weg am Uferhang hinunter bewältigen. Erst ein leichter Wall, dann ein steiler Hang mit einer engen Treppe. Das macht mit den beladenen Booten wirklich gar keinen Spaß. Und das an einem ausgewiesenen DKV-Zeltplatz. Da ist im wahrsten Sinne des Wortes viel Luft nach oben. Nach 3 Kilometern erreichen wir die erste SB-Schleuse des Tages. Wir haben es meist so gemacht, dass einer ausgestiegen ist und die anderen 3 samt der Kajaks in die Schleusen gepaddelt sind. Das Schleusen ist relativ simpel. Über die kleinen Drehscheiben auf den Toren werden die Wasserverschlüsse auf- und zugekurbelt. Eine Anzeige veranschaulicht, auf welcher Position sich der Verschluss gerade befindet. Hat man das neue Wasserniveau erreicht, können mit den großen Drehhebeln die Tore geöffnet werden. Das geht dann quasi ganz leicht. Wer eine Schleuse verlässt, sollte bitte die unteren Tore wieder verschließen, dicht machen und die obrigen Klappen öffnen, damit die nächsten direkt nach Toröffnung einfahren können. Vorbei im Schatten des ehemaligen Klosters Altenberg geht es in Richtung Oberbiel. Dort befinden sich innerhalb von nur 800 Metern gleich 2 SB-Schleusen. Bei Kilometer 23 passieren wir den Ausstieg zum Campingplatz Scholeck.
Hier ist die Strömung etwas zügiger. Wer hier aussteigt, muss aufpassen, nicht zu weit vorbeizurauschen. Kurz hinter dem Bahnhof von Leuen halten wir und legen unsere Mittagspause ein. Insgesamt fließt die Lahn auf diesem Abschnitt rund 16 Kilometer frei, keine Schleuse blockiert den Weg. Erst bei Löhnberg müssen wir wieder kurbeln. Wir nähern uns unserem Tagesziel, Weilburg. Es geht vorbei an einem Werk für Industrielacke und am Rosenhang Kunstmuseum. Dann unterqueren wir die Straßen und die Eisenbahnbrücke. Links sehen wir schon den Lahntunnel, den wir aber erst morgen passieren. Denn zum Weilburger Ruderverein folgen wir dem Lahnbogen und legen quasi gegenüber des Weilburger Schlosses am Vereinssteg an. Als unsere Schlafsäcke im Vereinsheim ausgerollt sind, schlendern wir in die Stadt, die auf einem Hügel liegt und zugleich ein Luftkurort ist. Im Renaissancehof des Schlosses finden im Sommer regelmäßig Konzerte statt. Das Schloss gilt als eines der bedeutendsten barocken Schlossanlagen in Hessen. Es ist ein sogenanntes Hochschloss und wurde 1545 bis 1590 errichtet. Im Schloss ist heute ein Museum. Drumherum lohnt zudem ein Spaziergang durch den schicken Park. Unser Ziel am dritten Tag lautet Runkel. Bis dort sind es 26 Kilometer. Doch zunächst wartet der Weilburger Schiffstunnel auf uns, der einzig noch befahrbare Schiffstunnel Deutschlands. Er ist 195 Meter lang und führt quasi direkt unter der Stadt hindurch. Er wurde 1847 nach 3 Jahren Bauzeit fertiggestellt und war damals als Umgehung zweier alter Mühlwehre gedacht. Am Ende des Tunnels befindet sich eine Doppelkammerschleuse, dessen 2 Becken nacheinander passiert werden müssen. Aufgrund des hohen Andrangs im Sommer wurden einige Regeln zur Nutzung des Tunnels aufgestellt, die auf großen Hinweisschildern erklärt werden. Eine halbe bis dreiviertel Stunde sollte man mindestens für den vollständigen Schleusengang einplanen. Bei hohem Andrang im Sommer kann es vermutlich auch deutlich mehr sein. Der Wiedereinstieg befindet sich an der schmalen Treppe auf der linken Seite. Gegenüber liegt übrigens der Zeltplatz Hauselei. Zum Abschied blicken wir noch einmal von oben auf Weilburg zurück.
3 Kilometer hinter Weilburg passieren wir den Campingplatz Odersbach. Weitere 1500 Meter später die Schleuse Kirchhofen. Vor Fürfort begegnen wir abermals ein paar gepanzerten Wasserkollegen. Dann wird wieder geschleust. Hinter Fürfort sorgen 3 kleine Stromschnellen für willkommene Abwechslung. Auch in Vilma müssen wir durch eine Schleuse. Beeindruckend ragt hier der Bodensteinallee, der König-Konrad-Felsen, am Ufer empor. Er besteht aus devonischem Massenkalk und auf seiner Spitze steht eine Statue des in Weilburg verstorbenen Königs Konrad. Nur noch 2 Kilometer bis Runkel und besonders die Zufahrt auf den Ort und die dortige Burg sind ein Sahnestück dieser Tour. Tja, ich hab dann mal wieder gekurbelt. Hinter der Schleuse unterqueren wir die geschichtsträchtige Steinbrücke von Runkel und legen 500 Meter dahinter am linken Ufer auf der Zeltwiese von Lahntours an. Auch hier in Runkel lohnt ein kleiner Stadtbummel. Einer Sage nach soll ein Ritter Karls des Großen im Jahr 778 den Entschluss gefasst haben, auf dem Rücken des Felsens eine Burg zu bauen. Er benannte sie nach dem Gebiet von Roncevay in den Pyrenäen, Erinnerung an den dortigen Kampf gegen die Mauren. Aus dem Namen Roncevall wurde dann Runkel. Im Jahr 1634 wurde die Kernburg durch österreichische Truppen zerstört und nicht wieder aufgebaut. Stattdessen wurden andere Gebäudeteile für Wohnzwecke ausgebaut. Heute kann die Burg besichtigt werden. Mit Sightseeing geht es auch am vierten Tag unserer Lahntour weiter. Wir werden heute durch Limburg paddeln, wollen uns dort die Stadt ansehen und haben uns daher auch nur 18 Kilometer vorgenommen. Ein Blickfang ist zunächst die Burg Dern. Einen Kilometer später folgt die beeindruckende St. Lubentius-Basilika in Dietkirchen. Ihr heutiges Aussehen erhielt die ehemalige Stiftskirche im 11. und 12. Jahrhundert. Erste Bauten wurden offenbar im 8. Jahrhundert vorgenommen. Am Fuße der Basilika legen wir ein Päuschen ein und bekommen gefiederten Besuch. Ja, die Spanienpolizei macht hier gerade erstmal eine Kontrolle. Zurück auf dem Wasser begegnet uns das erste motorisierte Schiff auf der Lahn, die seit einigen Kilometern für Motorboote schiffbar ist. Vor Limburg unterqueren wir die hohen Brücken der Eisenbahn und der A3. An der Autobahnbrücke landen wir an und laufen zu Fuß die etwa 2 Kilometer zur Limburger Innenstadt. Limburg hat fast 34.000 Einwohner und besticht mit jeder Menge Fachwerkhäusern. Der Limburger Dom wurde in seiner heutigen Weise Ende des 12. Jahrhunderts erbaut, hat 7 Türme und damit mehr als jede andere Kirche in Deutschland.
Zurück im Kajak paddeln wir am Campingplatz vorbei, der erst vor kurzem ausführlich saniert wurde. Dann geht es rechts in den Schleusenkanal. Ab sofort müssen wir nicht mehr kurbeln, alle Schleusen bis zur Rheinmündung werden fortan von Fachpersonal gebührenfrei betrieben. Hinter Limburg weitet sich das Tal. Die Ufer werden flacher und etwas eintönig. Linker Hand passieren wir Schloss Oranienstein, dann den dortigen Campingplatz. Schon kommen wir an der Schleuse Dietz an, hinter der es nur noch wenige Meter bis zum Vereinsheim der Dietzer Paddelgilde sind. Hier werden wir heute unsere Schlafsäcke ausrollen. Am nächsten Morgen hängen die Wolken tief. Regen ist angekündigt. Alte Verladevorrichtungen lassen den ehemaligen Steinbruch Fachingen erahnen, der aber schon seit 1984 unter Naturschutz gestellt ist. Wenig später kommen wir am Mineralbrunnen Fachingen vorbei. Landschaftlich beginnt nun einer der schönsten Abschnitte unserer Tour, aber leider eben auch bei Regen. Die Burg Balduinstein ist vor lauter Regen kaum zu erkennen. Hinter dem Ort folgt die Schleuse Kramberg, an derer linken Seite eine Ableitung Wasser durch die Hügelkette laufen lässt. Am Kraftwerk kommen wir später vorbei. Hier sind wir an der Schleuse Scheid. Während wir fast 7 Kilometer der Lahn gefolgt sind, hat die Ableitung des Wehres in Kramberg das Wasser lediglich knapp 800 Meter durch die Hügel befördert. Hier wird daraus Strom gewonnen. Erst im Sommer 2022 erhielt das Werk nach fast 100 Jahren neue Maschinensätze. Kurz hinter Kilometer 100 gelangen wir nach Laurenburg. Oben am Hügelhang sehen wir auch die Ruine der Burg aus dem Jahre 1090, die dem Ort seinen Namen gab. Nach 28 Kilometern erreichen wir dann unser Tagesziel Obernhof, wo auch Wein angebaut wird, übrigens die einzigen Weinhänge entlang der Lahn. Den kann man am Weingut von Sabine und Uwe Haxel in Obernhof auch erwerben. Wir kommen am Campingplatz an, bauen unser Lager auf und machen noch einen Spaziergang zum Kloster Arnstein, das die Ordensgemeinschaft von den Heiligsten Herzen Jesu unterhält, in erster Linie als Jugendbegegnungsstätte. Die Geschichte des Klosters geht weit bis ins 11. Jahrhundert zurück. Der vorletzte Tag beginnt in Obernhof mit einem gemütlichen Frühstück direkt am Wasser. Dann geht es noch einmal am Kloster vorbei in Richtung Schleuse Hollerich. Kilometer später kommen wir in Nassau an. Nassau hat rund 5000 Einwohner. Besonders das Rathaus mit seinen vielen Schnitzereien an den Eckpfeilern sollte man sich anschauen.
Hoch oben über der Stadt thront die Burg 120 Meter über der Lahn. Sie ist über 1100 Jahre alt und kann heute besichtigt werden. Und vor allem der Ausblick ist wirklich phänomenal. Wir lassen die Burg und Nassau hinter uns, lassen uns erneut schleusen und halten Kurs auf Dausenau, das mit seinen historischen Mauern und Gebäuden wie beispielsweise dem alten Wirtshaus besticht. Wiederum nur 4 Kilometer später erreichen wir Bad Ems, das gern als Kaiserbad bezeichnet wird. Seit dem Mittelalter ist dieser Ort ein Bad und Kurort. Im 19. Jahrhundert wurde es sogar zum Weltbad ernannt. Kaiser Wilhelm I., russische Zaren oder auch Richard Wagner kamen hierher. Hinter der alten Schleuse erreichen wir die neue. Unmittelbar dahinter liegt bereits der Campingplatz Fachbach, unser letzter Übernachtungspunkt. Endspurt. Die letzten 10 Kilometer auf der Lahn stehen heute an. Schließlich wollen wir später auch noch die Autos nachholen und den Weg zurück nach Hause antreten. In Niewand folgt bereits die nächste Schleuse, 4 Kilometer später in Aal eine weitere. Oben auf dem Hügelrücken zeigt sich Kloster Allerheiligenberg. Dann folgt Burg Lahneck. Die Burg wurde 1226 gebaut. Über sie schrieb Goethe 1774 sogar ein Gedicht. Dann folgt die letzte der 23 Lahnschleusen. Dahinter fällt das historische gelbe Wirtshaus an der Lahn auf, eins der ältesten Gebäude Lahnsteins. Dann liegt sie vor uns, die Mündung der Lahn in den Rhein. Über 150 Kilometer haben wir hinter uns. Ein tolles und zugleich auch trauriges Gefühl. Wir paddeln ein paar Meter zurück und landen nahe des Rudervereins am Ufer an, laufen einen Kilometer bis zum Bahnhof und holen per Zug die Autos nach. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Lasst gerne ein Like oder auch ein Abo da. Schreibt mir doch eure Anregungen, Fragen und eigenen Erfahrungen gern in die Kommentare. Ich freue mich. Macht's gut und bis bald.